Hallöchen, heute melde ich mich zu einem Tag. Ich wurde zwar nicht oder noch nicht getaggt zu dem aktuellen Zeitpunkt, ich habe aber das Video bei Anja und Maike gesehen von Book Friends Forever und habe gedacht, ich mache diesen Tag auch, weil ich Lust drauf hatte und ich weiß, ich habe so einen großen Sub. Was bietet sich da besser an als der Tag, mein einschüchternder Sub? Und na klar, mein Sub, also Stapel ungelesener Bücher, ist durchaus sehr hoch. Um genau zu sein, ist es auch nicht nur ein Stapel. Seien wir mal ehrlich, es sind Regale. Und zwar mehrere. Man kann es fast nicht fassen. Alle die Regale hier hinter mir, drei Stück an der Zahl, inklusive Büchern, die oben drauf liegen, plus nochmal drei Regale, halb hohe, hier drüben. Ja, also durchaus sehr, sehr viele Bücher. Aber ich liebe ihn auch und ich habe kein großes Problem mit ihm. Außer der Platz, der langsam eng wird. Aber ansonsten freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich weiß, ich habe ein Buch beendet, ich kann sofort nach dem nächsten greifen und muss mir nicht überlegen, wo kriege ich jetzt mein nächstes Buch her. Das heißt, ich bin immer durchaus sehr gut mit Lesestoff eingedeckt, egal ob es Feiertag oder Wochenende oder nachts ist. Das heißt, ich liebe ihn schon durchaus auch. Aber wir starten mal direkt mit den Fragen, sonst wird dieses Video endlos lang. Ihr seht vielleicht schon den Riesenstapel hier neben mir. Der gehört zu den Fragen. Wir starten. Erstens, welches Buch konntest du nicht beenden? Das war ein bisschen schwieriger, weil es gibt einige angefangene Bücher bei mir, aber ich habe jetzt mal zu dem hier gegriffen, weil es euch vielleicht auch schon mal irgendwie aufgetaucht ist, auch vorgekommen ist hier auf diesem Kanal. Ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza. Wie sie ihre gewohnte Persönlichkeit in 4 Wochen wandeln können. Ich habe von diesem Buch schon sehr viel geschwärmt und ich werde es auch weiterhin tun. Warum ist es noch nicht beendet? Das liegt nicht am Buch, das liegt nicht an der Zeit, das liegt also schon an der Zeit, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich noch nicht mich geändert habe. Das heißt, da ist ganz viel Praxis, ach Quatsch, ganz viel Theorie drin und ganz viel tolles Wissen. Das habe ich schon alles inhaliert und jetzt gerade hänge ich sozusagen beim Praxisteil. So. Und der Praxisteil, das sind eben 4 Wochen. Ich habe vor bestimmt 2 oder 3 Wochen eigentlich mit Woche 1 begonnen. Bin aber noch nicht bei Woche 2 angekommen. Liegt daran, dass ich noch nicht wirklich viel geübt habe. Und das möchte ich noch tun und dafür möchte ich mir die Zeit nehmen. Deswegen ist es noch nicht beendet. Theorieteil eigentlich schon, aber eben noch nicht ganz. Und ich wollte mal wieder ein aktuelles Update geben, quasi zu diesem Buch, denn ich liebe es. Und ich kann das nur wirklich jedem Menschen auf diesem Planeten empfehlen. Es dreht sich darum, dass man sich damit beschäftigt, was ist Energie und was ist Materie und wie viel davon ist ja tatsächlich hier um uns rum. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Energie und sehr, sehr wenig Materie und wir beziehen uns die ganze Zeit auf Materie, auf das Äußere, dass wir dann hindrapieren vor einem Video, vor einer Kamera, die auch Materie ist, vor, keine Ahnung, einem Hintergrund, der auch irgendwie alles Materie ist. Und das ist schon was, dass wir uns sehr damit beschäftigen. Und das ist wichtig. Einerseits ja, aber wir beschäftigen uns meiner Meinung nach zu wenig mit der Energie. Und wir könnten uns mehr damit beschäftigen. Und wir könnten auch viel mehr erreichen, wenn wir sie nutzen. Und genau das möchte ich mit diesem Buch, mit der Hilfe des Praxisteils, irgendwann. Ich verspreche nichts. Irgendwann werde ich dieses Buch in die Kamera halten und sagen, endlich habe ich es auch wirklich komplett beendet. Vielleicht sogar im gleichen Moment direkt wieder neu begonnen, weil es so toll ist. Guckt es euch an, wenn ihr euch dafür interessiert. Für Manifestationen, für Affirmationen, für Meditieren. Es ist grandios. Nummer 2. Welches Buch hast du nicht gelesen, weil du keine Zeit dazu hattest? Hier könnte ich auch wieder viele Bücher in die Kamera halten. Eins davon, und es gehört eigentlich zu einer ganzen Kategorie von Büchern, ist Handbuch Meditation von Kuladasa John Yates. Dreht sich um Meditation, wie es schon draufsteht. Ich meditiere selber schon länger, das heißt, es ist vielleicht auch ein Buch, das ich nicht ganz so dringend brauche, das mich aber sehr interessieren würde. Und so steht das mit mehreren Büchern, zum Beispiel Gesund durch Meditation von Jon Kabat-Zinn oder auch meine Yoga-Bücher, die ich habe. Ja, das sind so Bücher, da denke ich mir, naja, brauche ich es dringend, aber eigentlich besitze ich es ja, also könnte ich es ja mal lesen. Und andererseits ist manchmal so dieses, aus irgendeinem Grund brauche ich da manchmal mehr Überwindung dazu, zu einem Sachbuch zu greifen oder so die richtige Stimmung. Und die hatte ich irgendwie hier noch nicht. Und ich rede mir ein, es wäre die Zeit. Drittens, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es eine Fortsetzung ist?
Das war durchaus sehr schwierig für mich, denn ich habe wenig, beziehungsweise meines Wissens momentan gar keine angefangene Reihe. Bis auf Cinder und Ella fällt mir jetzt gerade auf. Da habe ich den zweiten Teil hier und noch ungelesen, aber da bin ich ja schon dran. So, und dann ist mir eingefallen, ich habe Kein Horizont ohne Licht noch nicht gelesen von Michelle Schrenk. Es ist meines Wissens keine direkte Fortsetzung, aber hängt irgendwie schon mit der anderen Geschichte zusammen, nämlich mit der hier, ist auch ähnlich gestaltet. Kein Himmel ohne Sterne. Ich würde ganz gern eigentlich das hier nochmal lesen, bevor ich das hier lese. Und deswegen habe ich das hier noch nicht gelesen, weil es eben, wie gesagt, so eine Art Fortsetzung ist. Ich glaube, es sind andere Protagonisten und dementsprechend nicht direkt irgendwie eine Fortsetzung. Ich bin mir nicht genau sicher, warum oder was daran hängt, dass das ja eben doch trotzdem so ein bisschen wie eine Fortsetzung ist. Ich werde es lesen. Vielleicht habt ihr eins der beiden oder beide schon gelesen und könnt mir sagen, ich sollte es ganz dringend lesen. Das wäre durchaus auch mal eine Motivation. Also schreibt mir sehr, sehr gerne zu den entsprechenden Büchern, was euch einfällt. Viertens, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es brandneu ist? Brandneu in dem Sinne glaube ich nicht. Ich muss mal eben gleich spitzen, bevor ich hier was Falsches verzapfe. Nö, Juli 2019. Ganz das englische Original ist 2015 erschienen, das deutschsprachige Original 2019. Ja, also brandneu nicht, aber brandneu bei mir eingezogen. Danach bin ich jetzt einfach mal gegangen. Und zwar John Ironmonger, Der Wal und das Ende der Welt. Das geht ja gerade auch so ein bisschen durch die Medien, weil es darin wohl ein Stück weit ähnlich sein soll wie die aktuelle Situation mit Corona. Ich bin gespannt. Es dreht sich um einen kleinen Ort in Cornwall und eine große Geschichte über die Menschlichkeit. St. Piran, ein idyllisches Fischerort an der englischen Küste, wo die Uhren noch langsam gehen. Ein Wal, dessen Auftauchen das Ende unserer Zivilisation bedeuten könnte, und ein junger Mann, der weiß, wie alles in der Welt zusammenhängt. Dieses Buch gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück. Soll durchaus ein besonderes Buch sein. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr darauf. Ganz bald. Fünftens, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du ein anderes Buch vom Autor gelesen hast, welches dir nicht gefallen hat? Erst dachte ich, oh Gott, da fällt mir niemals etwas ein, da finde ich ja gar nichts, habe ich davon überhaupt irgendwas? Und dann ist mein Blick direkt auf ein Buch gefallen und ich dachte, doch, stimmt, das könnte ich nehmen. Es wird vielleicht ein paar Menschen schockieren, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht zu sehr. Love and Confess von Colleen Hoover. Ich habe von Colleen Hoover die ersten drei gelesen, die so ganz bekannt wurden. Weil ich Laken liebe, weil ich Will liebe und weil wir uns lieben. Und damit war ich irgendwie randvoll bedient. Ich fand das irgendwie zu der Zeit, hat es gut in mein Leben gepasst und es war in Ordnung. Aber aus irgendeinem Grund habe ich danach nicht weitergemacht mit ihren Büchern. Ich habe noch Hopeless hier stehen, also auf Englisch. Ich glaube, der deutsche Titel ist Hope Forever von Colleen Hoover. Sonst besitze ich meines Wissens kein einziges Buch noch von ihr. Aber die beiden, die stehen hier und stehen hier und stehen hier. Ich weiß nicht so ganz, wann ich da mal noch danach greife. Hier geht es um Auburn und Owen. Sind sie bereit, für ihre Liebe alles zu riskieren? 5 Jahre nach dem Verlust ihrer ersten großen Liebe zieht Auburn nach Dallas und trifft dort auf Owen, in den sie sich knallauffall verliebt. Und ihm geht es genauso. Doch Owen ist der Letzte, auf den Auburn sich einlassen sollte, wenn sie nicht alles, was ihr wichtig ist, verspielen will. Meines Wissens geht es auch ein Stück weit um Kunst. Kann es sein? Ja, jedenfalls sind hier so Bilder auch mit drin. Glaube, vorne auch. Ja, und da gefallen mir die Bilder schon durchaus auch. So ist es nicht. Also mich schreckt jetzt nicht alles ab von diesem Buch, aber so richtig reinziehen und ja, lesen will ich es irgendwie auch noch nicht. Es sind nicht mal 400 Seiten. Es wirkt fast dicker wie 400, 500 Seiten. Keine Ahnung. Schreibt mir sehr gerne, wenn euch dieses Buch sehr gut gefallen hat, dann greife ich vielleicht demnächst mal dazu, aber so richtig begeistert bin ich gerade noch nicht davon. Ich sortiere es aber auch nicht aus, weil ich vielleicht ja doch noch mal irgendwann Lust drauf habe und dann gefällt es mir vielleicht sogar auch. Wer weiß. Sechstens, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du nicht in Stimmung dafür bist? Auch das ist eine sehr spannende Frage und ich dachte mir erst so, was nehme ich denn? Nehme ich einen Thriller? Nehme ich einen Krimi? Nehme ich irgendwas? Ein Fantasy hätte ich auch noch nehmen können. Das habe ich jetzt so gar nicht dabei, ne? Das fällt mir jetzt auf. Fantasy hätte ich definitiv auch nehmen können, weil dazu muss ich auch wirklich in einer bestimmten Stimmung sein. Ich hätte hier noch sowas wie Silver von Kerstin Gier und Dark Angel Summer und solche Geschichten. Und Pan von Sandra Regnier. Mal gucken. Also das hätte ich auch alles hochhalten können. Ich halte jetzt hoch von Jessica Koch, Dem Horizont so nah. Meines Wissens geht es um Danny und Jessica und es ist durchaus eine heftige Geschichte.
glaube zu wissen, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich glaube zu wissen, dass es nicht so einfach zu verdauen ist, um es mal so zu nennen. Und das ist was, also eine düstere Vergangenheit und so weiter. Und das ist was, weiß ich nicht, ob ich das gerade kann. Je brutaler das eventuell auch ist, und es muss jetzt nicht im handgreiflichen Sinne sein, es kann auch sein im psychologischen, psychischen Sinne, also so psychospielchenmäßig, da bin ich, glaube ich, gerade nicht so richtig in der Lage. Einfach auch aktuelle Situation macht es nicht so viel besser, das zu verarbeiten und schöne Erlebnisse selbst zu sammeln. Es sind um die 460 Seiten und es gibt ja auch einen Film dazu, den würde ich total gerne angucken. Noch bin ich irgendwie nicht in der richtigen Stimmung. Siebtens, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es riesig ist? Ich habe das riesig mal auf die Seitenzahl betrachtet und da ist mir natürlich Unendlicher Spaß von David Foster Wallace in die Augen gefallen und ich habe es noch nicht gelesen. Ohne Anhang sind es um die 1000, ich glaube 1410 Seiten. Es ist also wahnsinnig viel Material. Es schaut gar nicht so dick aus, aber es sind eben um die 1400. Allein wenn man sich das mal wieder anguckt, ne? Gleicher Verlag, die schauen ungefähr gleich dick aus und das hier hat um die 460, das hat um die 1410 und das ohne Anhang ist über 1500 mit Anhang. Also keine Ahnung, wie das funktioniert mit den Seiten. Die sind aber auch sehr dünn und die sind auch sehr viel beschrieben. Das heißt, ich bin wahnsinnig gespannt, wann ich mich da mal dran traue. Es ist einfach ein riesengroßes Werk. Ich brauche da eventuell auch die Zeit dazu, aber es schreckt mich durchaus auch wegen der Dicke ein Stück weit ab. Weil ich mir dann denke, okay, dann lese ich einen Monat nur dieses Buch, wenn überhaupt. Manchmal schaffe ich ja nicht mal 1500 Seiten im Monat. Also, es geht um einen Film, der heißt Unendlicher Spaß und der soll angeblich so unterhaltsam sein, dass die berauschten Zuschauer am Ende verhungern und verdursten. Der Autor schafft es wohl mit seiner Sprachmächtigkeit, mit der ungeheuren Themenvielfalt, mit der treffsicheren Gesellschaftskritik, mit der scharfen Analyse und auch mit Humor einen Meilenstein der internationalen Gegenwartsliteratur hier geschaffen zu haben. Das ist schon mal grandios und sollte man irgendwie dann doch gelesen haben, deswegen interessiert es mich ja auch, aber noch habe ich es nicht gelesen. So, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es ein Coverkauf war, aber wie sich dann herausstellte, schlechte Bewertungen hat? Jetzt ist das Problem, dass ich nicht von jedem meiner Bücher die Bewertungen kenne und auch nicht so genau verfolge. Das heißt, wenn ich ein Buch kaufe, dann kaufe ich das, weil ich es lesen wollte. Nicht, weil es jemand anders unbedingt so toll fand oder so schlecht oder wie auch immer. Das sind die selteneren Gründe. Wenn es jemand gut fand, zum Beispiel wie bei Cinder und Ella von Kelly Oram, da habe ich auf die Stimmen der anderen gehört und habe es dann gekauft und wollte es lesen. Aber in den meisten Fällen kaufe ich es, weil es mir entweder optisch, im Idealfall optisch und inhaltlich gefällt. Also was hinten drauf steht. Bei diesem Buch handelt es sich um Anne de la Flotte, Anne de la Flo, keine Ahnung, wie man die Autorin ausspricht. Mathilde und der Duft der Bücher. Es wird schon mal klar, es geht um Bücher in dem Buch. Das ist schon mal der erste Punkt. Das nächste ist, das habe ich meines Wissens bei Jokers gekauft. Das heißt, es war deutlich günstiger als gebundenes Buch. Und was hinten drauf stand, hat mich überzeugt. Ich lese es euch einfach einmal vor. Eine Ode an die Buchbinderkunst und an die Welt der Bücher. Ein guter Buchbinder liest nicht, hat Mathildes Großvater immer gesagt. Doch wie soll sie der Versuchung widerstehen? Da betritt dieser gut aussehende junge Mann ihre Werkstatt in dem kleinen Dorf in der Dordogne, in das sie vor kurzem gezogen ist. Und er überreicht ihr dieses geheimnisvolle alte Buch mit Brandspuren. Es enthält Zeichnungen und Aquarelle einer Tempelanlage im Wald. Beim Restaurieren entdeckt Mathilde außerdem eine im Rücken verborgene, handgeschriebene Namensliste. Als sie den Spuren dieser Namen nachgeht, stößt sie auf ein Geheimnis aus der deutschen Besatzungszeit, das bis heute nachwirkt. Mit französischer Leichtigkeit erzählt die Autorin diese stimmungsvolle, sinnliche Geschichte über eine junge Frau und ihre Passion für die Welt der Bücher. Und ganz ehrlich, wen packt es nicht? Der Bücher mag. Also ich finde, das ist eine ideale Beschreibung dafür, um sich da rein zu verlieben. Da ich dieses Buch eben nicht viel bisher gesehen habe, in der Öffentlichkeit sozusagen. Also die Aufmerksamkeit für dieses Buch habe ich irgendwie, wenn dann, nicht mitgekriegt. Und jetzt habe ich mal nachgeguckt. Dieses Buch hat auf Amazon sehr durchwachsene Bewertungen und hat in Summe dann 3,5 Sterne als Bewertung. Aber es ist eher so, dass es viel auseinandergeht. Also welche, die es richtig gut fanden und welche, die es ganz schlecht fanden. Und ich bin sehr gespannt, was es denn für mich kann. Ich finde das Cover sehr schön und
Titel und Klappentext sowieso. Deswegen, ja, ist es bei mir eingezogen. Und es ist jetzt nicht so, dass mich die Bewertungen abhalten, davon es zu lesen. Aber jetzt zumindest ab dem jetzt ganz aktuellen Zeitpunkt begünstigen die Bewertungen das auch nicht, dass ich es schneller lesen werde. Leider. Das heißt, ich freue mich immer noch auf dieses Buch. Ich werde es auch entdecken. Aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich das jetzt mit diesen Bewertungen erst recht schneller lesen möchte oder erst noch ein bisschen warten möchte, bis ich das wieder vergessen habe. Wir werden sehen. Neuntens, welches ist dein einschüchterndstes Buch auf deinem Sub? Das war gar nicht so schwierig zu beantworten, denn die Frage habe ich sowohl schon beantwortet gesehen unter dem Video von Anja und Maike und habe auch dazu gestimmt schon in einem Kommentar. Das heißt, ich kann euch nur S von J.J. Abrams und Doug Dorst hochhalten. Das Schiff des Theseus, wie auch immer man dieses Buch bezeichnen möchte, dieses Gesamtwerk, dieses, ich glaube, Gesamtkunstwerk, das ist ja ein Stück weit die grundsätzlich die Geschichte vom Schiff des Theseus. Und dieses Buch ist auch gemacht wie ein Ausleihbuch aus der Bibliothek, hat ganz viele Einlagen, die habe ich zwischendurch mal irgendwann rausgenommen. Es gibt genug Dokumente, in denen man nachgucken kann, wo die hier reingehören. Aber zum einfachen Lesen dachte ich, ist es vielleicht besser, man nimmt die raus. Es ist richtig auf alt gemacht, wie eine Ausleihausgabe. Es hat hinten Stempel drin, als wäre schon mehrfach ausgeliehen worden. Genau. Und es ist ja zum Teil so auf alt gemacht. Auch die Seiten sind so angegilbt am Rand und solche Geschichten. Finde ich sehr, sehr schön, die Gestaltung, die insgesamte Gestaltung. Das ist ja irgendwie, wie gesagt, wie so ein richtiges Meilenwerk. Ich sehe gerade, hier ist ein Lesezeichen. Ich habe wohl schon mal bis Seite 100 38 gelesen. Ja, kann ich wieder vergessen, weil ich weiß nichts mehr davon, was ich da schon mal gelesen habe. Und dann gibt es eben überall noch Anmerkungen am Rande. Und die sind schon irgendwie auch das Besondere. Das ist wohl quasi die zweite, mindestens die zweite Ebene. Also es gibt diese Grundgeschichte vom Schiff des Theseus von V.M. Straka. Und dann gibt es noch eine Unterhaltung zwischen, ich weiß es nicht mehr genau, wie sie heißen, Jenny und, oder Chen und eine junge Frau, Jennifer und Eric. Genau. Jennifer und Eric unterhalten sich am Rand von diesem Buch in durchaus auch verschiedenen Farben über den Inhalt des Buches und schreiben damit aber ein Stück weit ja auch ihre eigene Geschichte und inklusive der Dinge, die eben dort in diesem Buch eigentlich drin liegen. Das heißt, das sind so Sachen wie so ein Brief zum Beispiel oder auf so einem Zettel aufgeführte, ja, quasi von der Idee her per Hand aufgeschriebene Sachen oder aus einem anderen Buch so eine Kopie. Oder das hier finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Also ich liebe diese Gestaltung von diesem Buch einfach. Ich hoffe auch, dass mir das Buch gefällt. Ach ja. Und The Daily Pronghorn. Das ist wie so eine Seite aus einer Zeitung. Ich finde das total schön gemacht, auch mit den farbigen Bildern und also die Aufmachung finde ich sehr, sehr schön, weil es aussieht wie aus einer Zeitung. Also das ist richtig gut nachgemacht und dann ist es auch noch zum Beispiel schief zusammengefaltet, weil es halt jemand einfach irgendwie zusammengefaltet und reingelegt hat inzwischen die Seiten. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir da noch? Dann haben wir noch irgendwas, was ich so richtig gut fand. Und was ich ja auch grandios finde, also ich muss echt sagen, die Gestaltung, die liebe ich, ist eine Serviette. Und es ist halt wirklich eine Serviette. Und dann ist ja auch noch sowas wie ein Kompass oder vermutlich ist es eher zum Entschlüsseln von irgendwelchen Botschaften drin. Wie gesagt, ich liebe es und ich werde es hoffentlich ganz, 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 ganz bald entdecken und begeistert davon berichten können. Es ist Ich glaube, ich finde etwas ganz Besonderes. Genau, aber gleichzeitig eben auch sehr einschüchternd, weil ich eben nicht weiß, wann und wie ich das machen soll und wie ich das lesen werde und das Gefühl habe, ich brauche dafür ganz viel Zeit und Ruhe. Vielleicht finde ich die in meinem Urlaub dieses Jahr, weil man nicht so richtig irgendwo anders hin kann. Wer weiß, vielleicht ist es die ideale Gelegenheit. Vielleicht schaffe ich es aber auch mal an einem Wochenende einen Großteil oder weiß ich noch nicht ganz genau. Das waren die 9 Fragen vom einschüchternden Sub. Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Antworten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen.
Ich bin sehr gespannt, was es so für Bücher gibt oder welche Bücher ihr aus welchen Gründen noch nicht gelesen habt und deswegen bei euch noch auf dem Sub sind. Wie gesagt, ich freue mich immer sehr über meinen Sub. Ich habe kein Problem damit. Ab und an kriege ich mal kurz die Krise und denke mir, es sind zu viele. Und dann geht's wieder. Dann lese ich mein aktuelles Buch weiter und dann geht's wieder. Ich hoffe, ihr könnt den weiteren Frühling und dann Sommer gut nutzen, um zu lesen. Na klar, ist es irgendwie blöd, wenn wir nicht so viel uns direkt treffen können und austauschen über Bücher, aber das wird ja mit der Zeit wieder mehr werden. Und vielleicht ist für euch ja auch die ideale Lösung, einfach mal über Instagram, über YouTube zu gucken. Vielleicht stellt irgendjemand ein Buch vor oder zeigt es in der Leseliste und ihr möchtet es gemeinsam lesen. Ich würde mich jedenfalls jederzeit freuen. Ich habe schon so ein paar Ideen, was ich, mit wem ich, wie ich in der nächsten Zeit lese. Trotzdem meldet euch gerne, wenn ihr ein Buch bei mir seht und ihr sagt, oh, das will ich auch unbedingt ganz bald mal lesen. Einfach mal melden. Wir kriegen das bestimmt hin. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mit mir gemeinsam was lest. Oder ihr findet euch einfach zusammen in einem Kommentar, dass irgendjemand ein Buch jetzt aufschreibt bei einer Kategorie von meinem Tag, also von diesem Tag. Und dann vielleicht ja auch jemand anders darauf antwortet und sagt, oh, das Buch, das würde ich auch gerne mal noch lesen. Vielleicht ist es Motivation, um ein Buch mit vielen Seiten, ein Buch von einer Autorin oder einem Autoren, bei dem ihr schon enttäuscht worden seid, vielleicht zu lesen, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr gerne, wie gesagt, was ihr zu dem Tag meint. Ich tagge an dieser Stelle noch. Wen tagge ich denn? Ich weiß gar nicht, ob Anka von Ankas Geblubber den aktuell gemacht hat. Wenn noch nicht, dann soll sie doch mal ein bisschen in ihren Sub schauen und da ihre Bücher zeigen und uns zeigen, was sie da so für Schätze noch stehen hat. Und dann tagge ich mal noch Lena von Expecto Booktronum. Ich gucke sie aktuell sehr gerne und ja, vielleicht hat sie ja auch Lust, diesen Tag zu machen. Vielleicht hat sie ihn auch schon mal gemacht. Ich glaube nämlich, ich habe ihn auch bereits schon mal gemacht. Ich werde mal suchen, ob ich ihn noch finde. Falls ich ihn finde, könnt ihr ihn euch auch angucken. Und dann könnt ihr auch mal schauen. Vielleicht habe ich manche Bücher jetzt doppelt genannt. Zumindest das hier könnte ich schon mal vorgehalten haben. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ihr Lieben, eine schöne Zeit, einen schönen Tag noch. Bis ganz bald. Lest gute Bücher. Macht's gut und tschüss.